In diesem Video beschäftigen wir uns mit der Potenzfunktion und Wurzelfunktion und wollen zusammen untersuchen, welche Gemeinsamkeiten diese beiden Funktionen eigentlich haben. Davor möchte ich aber mit dir kurz das letzte Video wiederholen. Da haben wir uns mit der Gleichung x² gleich minus 4 beschäftigt und haben herausgefunden, dass sie keine reellen Lösungen besitzt, da wir eben keine reelle Zahl haben, die mit sich selbst multipliziert minus 4 ergibt. Im Gegensatz zur Gleichung x hoch 3 gleich minus 8, wo wir eben genau eine reelle Lösung haben, nämlich minus 2, da minus 2 mal minus 2 mal minus 2 minus 8 ist. Kommen wir nun zur Potenzfunktion, Wurzelfunktion und ihren Gemeinsamkeiten. Dazu sehen wir uns das folgende Fenster an. Ihr seht rechts ein Koordinatensystem, in das die Potenzfunktion f von x gleich x hoch 3 eingezeichnet sind. Am besten, du drückst jetzt auf Pause und versuchst, die Zahlen, die bei erstens angegeben sind, anhand der Grafik zu ermitteln. Drücke jetzt auf Pause. Okay, sehen wir es uns gemeinsam an. Für den Punkt A zeichne ich mal zwei Hilfslinien ein, nämlich wir gehen von 0,6 nach oben bis zur Funktion und dann gehen wir rüber bis zur y-Achse und erhalten dann ca. 0,22. Und wenn wir das Ganze jetzt im Taschenrechner berechnen, dann kommt eben 0,216 raus. Bei 0,8 hoch 3 können wir wieder nach oben wandern und dann unseren Punkt zur y-Achse verbinden. Und wir erhalten dann ca. 0,5 und mit dem Taschenrechner berechnet ergibt sich 0,512. Somit haben wir jetzt hier die Funktionswerte der Potenzfunktion ermittelt. Nämlich wir haben die Stellen 0,6 und 0,8 bei der Potenzfunktion f von x gleich x hoch 3 ausgewertet und haben die dazugehörigen Funktionswerte erhalten. Oder zumindest die Annäherung davon. Und wenn wir jetzt die Punkte C und D gemeinsam bearbeiten, dann stellen wir fest, dass das nicht ganz so funktioniert. Nämlich wir wollen jetzt die dritte Wurzel von 0,2 ermitteln. Wenn wir jetzt bei 0,2 wieder unsere Hilfslinien einzeichnen, dann stellen wir fest, dass die dritte Wurzel davon 0,59 circa ist und mit dem Taschenrechner berechnet eben 0,5848. Das heißt, wir sind von der y-Achse weggegangen bis zu unserer Funktion und dann von der Funktion zur x-Achse. Und dort können wir dann unseren Wert der Zahl ablesen. Genauso auch bei d. Wir haben die dritte Wurzel von 0,2. Das heißt, wir gehen von der y-Achse zu unserer Funktion. Und anschließend gehen wir von der Funktion zur x-Achse und können dort ablesen, dass der Wert der Zahl ca. 0,74 beträgt. Und mit Taschenrechner berechnet 0,7368 und so weiter. Hier haben wir also durch die Funktionswerte uns die x-Werte ermittelt. Also die zugehörigen Stellen zu den einzelnen Funktionswerten. Und wir haben somit 0,59 ist die Stelle des Funktionswertes 0,2. Das heißt, wenn wir 0,59 in unserer Potenzfunktion auswerten, erhalten wir 0,2. Kommen wir nun zu zweitens. Hier beschäftigen wir uns mit der Umkehrfunktion von f von x gleich x hoch 3 und die Umkehrfunktion davon ist eben g von x gleich dritte Wurzel von x. Warum ist das jetzt die Umkehrfunktion? Wenn wir den Funktionswert haben und wieder die x-Stelle davon wissen wollen, dann müssen wir die dritte Wurzel des Funktionswerts ermitteln und erhalten unsere Stelle. Schauen wir uns das jetzt an, was eine Umkehrfunktion genauer ist. Eine Umkehrfunktion ist nämlich eine Funktion, die über die erste Mediane gespiegelt ist. Und die erste Mediane hat die Funktionsgleichung y oder f von x gleich x. Also die Stelle, das Argument entspricht gleich dem Funktionswert. Das heißt, wir haben diese Umkehrfunktion von dieser Funktion hier.
Und die Umkehrfunktion ist eben jetzt die gespiegelte Funktion über die erste Mediane. Und bei der Potenzfunktion haben wir die Punkte x und x hoch 3 als y-Wert, als Funktionswert. Und bei unserer Umkehrfunktion dreht sich das Ganze jetzt einfach um. Wir haben nämlich x hoch 3 als unser Argument, als unsere Stelle und x als unseren Funktionswert. Das heißt, wir vertauschen die x- und y-Werte. Wenn wir das Ganze jetzt einzeichnen wollen, dann drückst du mal am besten auf Pause und probierst es selbst. Spiegle dazu die Funktion f von x gleich x hoch 3 über die erste Mediane und dann hast du die Umkehrfunktion, also g von x. Drück jetzt auf Pause. Schauen wir es uns jetzt gemeinsam an. Ich würde euch raten, da mal Hilfslinien einzuzeichnen und eine Hilfslinie zeichne ich ein, indem ich eine Linie über die erste Mediane zeichne, die rechtwinklig zur ersten Mediane steht. Wichtig ist jetzt, dass jeder gespiegelte Punkt gleich weit von der ersten Mediane entfernt ist. Und dann können wir auch schon unsere Spiegelung, also unsere Umkehrfunktion, einzeichnen. Und die sieht eben so aus. Also g, die rote Funktion, ist jetzt die Spiegelung über die erste Mediane der blauen Funktion und ist somit unsere Umkehrfunktion. In diesem Video haben wir also gelernt, was eine Potenzfunktion ist und wie ihr Graph aussieht und was das Ganze mit der Winkelfunktion zu tun hat. Nämlich die Winkelfunktion ist die Umkehrfunktion der Potenzfunktion. Außerdem haben wir gelernt, dass wir die Umkehrfunktion so erhalten, indem wir den Graphen von f über die erste Mediane spiegeln. Ich hoffe, ihr habt viel gelernt. Bis zum nächsten Video.